Oh, hi. Willkommen zurück. Du bist hier, weil du lernen willst, wie man eine Frau küsst. Weil du lernen willst, genau wie ich das eben super professionell gemacht habe, wie man es schafft, die Frau zu küssen. Was sagt man zu der Frau? Wie bekommt man es hin, dass sie dich auch küsst? Und wenn du das Donnerstagsvideo gesehen hast, dann weißt du schon, ich habe diese Woche eine witzige Woche. Und die Videos, die du die Woche siehst, haben eine andere Energie, als sie normalerweise haben. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Das ist gerade so ein Ding von mir diese Woche. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß bei diesem Video und zeige dir in diesem Video, falls es noch nicht klar geworden ist, wie du am besten eine Frau küssen kannst, meine besten Tricks und Taktiken aus meinen 5 Jahren als Dating- und Flirt-Coach und mit meinen ganzen Klienten. Das kriegst du jetzt alles, das geballte Wissen in deine Fresse und dann bist du auch in der Lage, Frauen effektiv zu küssen. Also, du willst Frauen küssen und dafür habe ich großes Verständnis, denn Frauen zu küssen ist eine sehr tolle Sache. Jetzt stellt sich aber die Frage, und die bekomme ich immer wieder gestellt, wie küsst man denn am besten die Frauen? Und es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Früher habe ich zum Beispiel immer den Mach-mal-deine-Augen-zu-Move gemacht. Der hat gewisse Vor- und Nachteile. Ich erkläre dir kurz. Du sagst zu der Frau, mach mal kurz deine Augen zu. Dann macht sie ihre Augen zu. Dann gehst du hin und küsst sie. Fängst an, mit dir rumzumachen. So, der Mach mal deine Augen zu Move hat den Vorteil, dass die Frau meistens weiß, worauf sie hinausläuft. Das heißt, die Frau macht auch nur dann die Augen zu, wenn sie Bock hat, dich zu küssen. Ja, weil die weiß ja ungefähr, was kommt. Oder sie weiß, dass jetzt irgendwas kommen könnte in diese Richtung. Das heißt, sie macht dann nur mit, wenn sie Bock hat. Das ist also eine ganz gute Aussortierungssache. Also du kannst halt schauen, ist sie schon bereit oder ist sie nicht bereit. Das ist so ein kleiner Check vor dem Kuss. Verstehst du, was ich meine? Das ist wie wie als wenn ich diese Drehung mache, ich drehe sie einmal um ihre eigene Achse und schaue damit, wie bereit sie ist, bereits Körperkontakt mit ihr aufzubauen. Genauso ist es mit dem Augen zu. Wenn sie die Augen schließt, weiß ich, okay, sie ist wahrscheinlich generell bereit für den Kuss. Wenn sie es nicht macht, dann weiß ich, okay, noch nicht, ich lasse noch mehr Zeit vergehen. Das ist die eine Sache. Der Nachteil dieser Taktik, finde ich, ist, dass sie so ein bisschen, ja, die ist halt nicht so besonders mutig. Viel Mut braucht man nicht, um das zu machen. Eher, es kann halt jeder Depp machen. Wenn du am Anfang stehst und die Frau zu küssen ist für dich noch eine große Herausforderung, dann mach diese Taktik, probier die aus, spiel damit rum. Und manchmal, das habe ich damals im Club immer gehabt, wo ich mit Freunden damals im Club unterwegs war, habe ich das immer gemacht, so mach mal die Augen zu bei irgendwelchen zufälligen Mädels. Ich habe so 2 Minuten mit denen gequatscht, habe dann gesagt, mach mal deine Augen zu. Und bei einigen hat das einfach so geklappt, obwohl die gar nicht wollten. Also die waren dann ganz überrascht, dass das passiert ist, weil die das nicht haben kommen sehen. Das heißt, du kannst unter Umständen sogar im Club ein paar Küsse gratis dabei rausholen, aber es ist halt die Frage, ob du das unbedingt machen willst. Also das ist natürlich eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, die habe ich gerade im Coaching-Unternehmer beigebracht und der hat die benutzt und folgende Geschichte ist dabei herumgekommen. Er hat die bei 2 Frauen benutzt auf 2 verschiedenen Dates und die eine Frau hat zu ihm gesagt, was ist das denn für eine blöde Frage? Und die andere Frau hat zu ihm gesagt, willst du es herausfinden? Die Frage, die er gefragt hat, war, bist du eher eine leidenschaftliche oder eine sinnliche Küsserin? Die eine hat gesagt, was ist das denn für eine blöde Frage? Die andere hat gesagt, willst du es herausfinden? Das heißt, du siehst schon, wenn man es so macht, bekommt man entweder eine sehr beschissene Antwort, was ist das denn für eine blöde Frage? Oder eine sehr, sehr gute Antwort, willst du es herausfinden? Weil bei willst du es herausfinden, musst du offensichtlich die Frau nur noch küssen. Das ist wie so eine Einladung von der Frau, wo sie sagt, ja, küss mich bitte endlich. Und er im zweiten Fall hat dann meinen Teilnehmer mit der Frau dann halt rumgemacht. Im ersten Fall hat das dann nicht funktioniert. Aber das ist eine weitere Möglichkeit zu fragen, bist du eher eine sinnliche oder eine leidenschaftliche Küsserin? Ja, und dann wird sie irgendwas darauf sagen und normalerweise kannst du es irgendwie so drehen, dass du sagst, cool, lass uns das mal herausfinden. Oder sie sagt, wie in dem Fall, den ich dir eben erzählt habe, von sich aus, ja, lass das mal, willst du es mal herausfinden? Aber egal, was sie sagt, ja, ich bin eine leidenschaftliche, ja, ich bin eine sinnliche oder ja, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, dann kannst du immer sagen, ah, cool, dann lass es uns einfach herausfinden, kannst auf sie zugehen und kannst sie küssen. Das ist auch eine Möglichkeit, die du benutzen kannst, um den Kuss effektiv einzuleiten. Und jetzt will ich dir meine Lieblingsmöglichkeit verraten, die Möglichkeit, die auch ich gerade immer wieder benutze und die ich deswegen mag, weil sie sehr ballsy ist, weil sie weil man eine gute Connection, eine gute Verbindung mit der Frau aufbauen kann während dieser Methode. Und die hat was sehr Männliches. Und deswegen benutze ich diese Methode momentan sehr gerne. Du brauchst ein bisschen mehr Eier für diese Methode als für die Augenschluss-zu-Methode. Und dann mache ich so, dass wenn die Frau vor mir sitzt oder irgendwo ist oder wo auch immer ist, dann halte ich meine Hände raus. Ja, so. Ich sage dazu nichts, weil die Frau wissen, was du meinst. Also du hältst deine Hände raus. So, nach dem Motto, gib mir deine Hände. Wenn sie nicht checkt, was du meinst, sagst du, gib mir deine Hände. Dann nimmst du ihre Hände, dann sagst du, komm her.
ziehst sie ran. Das komm her musst du nicht unbedingt sagen, du ziehst sie ran. Wenn sie nicht ganz checkt, was es soll, dann sagst du komm her, während du sie ranziehst. Dann nimmst du ihr Bein. Also du sitzt optimalerweise im Schneidersitz, das habe ich vergessen zu sagen. Dann nimmst du ihr Bein und schwingst ihr rechtes Bein hier um deine rechte Hüfte und ihr linkes um deine linke. Das heißt, du sitzt im Schneidersitz und sie sitzt dann sozusagen auf deinem Schneidersitz drauf. Okay? Also Hände ausstrecken, meistens checken die, was du meinst. Wenn nicht, sagst du, gib mir deine Hand, gib mir deine Hände. Dann ziehst du sie ran, wenn sie nicht checkt, was sie machen soll, sagst du, komm her. Dann sagst du, gib mir dein Bein, nimmst das, legst es hin, legst das andere dahin, ziehst sie so ran. Optimalerweise sitzt du damit, sitzt du auf dem Bett mit ihr oder auf einem Sessel zum Beispiel, Sofa geht auch. Ziehst sie zu dir ran, ziehst sie auf dich drauf, setzt sie auf dich drauf, schaust dir während dieses Prozesses die ganze Zeit in die Augen und wenn sie dann auf dir drauf sitzt, dann seid ihr bereits nur noch so nah ungefähr voneinander entfernt mit den Gesichtern. Wichtig ist dabei, dass du die ganze Zeit Augenkontakt hältst, das ist ganz wichtig, und dass du möglichst wenig redest, denn je weniger du redest, desto mehr Spannung baut sich da auf und das ist eine Mischung aus A, sexueller Spannung, aber auch B, ein bisschen gefährlicher Spannung. Denn immer wenn ein Mann, den die Frau vielleicht noch nicht so gut kennt, aufhört zu reden und man sich körperlich sehr nahe kommt, die Frau weiß ja, dass im Grunde wahrscheinlich nichts passiert, aber ganz sicher sein kann sie sich nicht. Du könntest sie ja so einfach verprügeln oder erwürgen oder eher axten mit einer Axt. Ist ja alles möglich, ne? Und deswegen ist auch eine gewisse Spannung, Angst dabei. Und das soll natürlich nicht zu viel sein. Die Frau soll nicht wirklich Angst haben, aber so ein bisschen kann sehr, sehr interessant sein. Also wenn da eine hohe sexuelle Spannung ist, plus so eine ganz, ganz leichte Angst, die da mitschwingt, dann ist das ein enorm starkes Gebräu, sage ich mal, was in dem Moment, wo ihr euch küsst, überläuft, explodiert und dann geht es meistens sehr leidenschaftlich und sehr intensiv los. Also nochmal die Taktik, Hände ausstrecken, wenn sie nicht checkt, was du meinst, sagst du, gib mir deine Hände, dann ziehst du sie ran, wenn sie nicht checkt, sagst du, komm her, dann sagst du, gib mir dein Bein. Schwingst ihre Beine um dich, du sitzt im Schneidersitz, ziehst sie auf dich drauf, die ganze Zeit Augenkontakt halten und dann seid ihr so direkt voneinander und dann kannst du erstmal, das mache ich immer so, also ich mache natürlich nicht direkt dann so, ich küsse sie dann nicht direkt so, okay, sondern ich halte erstmal noch Augenkontakt, atme so ein paar Mal in meinem Bauch sehr bewusst ein, halte währenddessen Augenkontakt, vielleicht lächle ich sie so leicht an, ich baue eine Verbindung auf zu der Frau. Und dann, wenn ich Bock habe, greife ich an ihren Hals und küsse sie. So einfach ist die Taktik. Und das wirkt eben sehr männlich und auch sehr mutig, weil du halt den Mut hast, während dieser ganzen Aktion starken Augenkontakt zu halten. Ja? Du ziehst es einfach durch, du sprichst im Imperativ, in der Befehlsform, komm her, gib mir deine Hand, gib mir dein Bein. Imperativ, Befehlsform. Du hältst die ganze Zeit starken Augenkontakt und das ist eine sehr wirksame und starke Technik, die auf die Frau sehr anziehend wirken kann. Natürlich immer vorausgesetzt, dass sie überhaupt Bock auf sowas hat. Das heißt, bevor du diese Handsachen machst, machst du es optimalerweise vorher schon einmal. Das heißt, ich habe vorher schon irgendwann mal gesagt, gib mir mal deine Hand, habe ihre Hand kurz genommen, kurz gehalten und dann wieder weggeschmissen. Du musst es doch gar nicht kommentieren, du musst ihr nicht sagen, warum du die Hand haben willst. Wenn die zum Beispiel, gib mir deine Hand und sie fragt, warum, dann sagst du, gib mir die Hand. Ja, dann lächelst du ein bisschen, sag, gib mir die Hand. Ja, und bleibst einfach konsequent dabei. Nicht erklären, warum. Sobald du anfängst zu erklären, warum, wird's strange. Ja, weil ich dich jetzt gleich ranziehen will, und aber ich zeig's dir dann, bla bla bla. Einfach sie angucken und sagen, gib mir deine Hand. Und einfach konsequent dabei bleiben. Wie gesagt, vorher einmal testen, indem du sagst, gib mir deine Hand, die Hand einmal kurz nimmst, einmal kurz hältst und dann wieder einfach fallen lässt oder wegwirfst. Und kannst dazu noch sowas sagen wie, ah, das passt nicht. Ja, das passt nicht. Und das dann auch nicht weiter erklären. Ja, das kannst du vorher machen, um so ein bisschen zu testen, wie bereit ist sie denn generell überhaupt, dir ihre Hand zu geben. Weil dann kannst du es vortesten und musst nicht direkt beim Kussversuch all in gehen, wenn sie gar nicht bereit dafür ist. Wenn du merkst, sie ist noch nicht bereit, ihre Hand zu geben, dann lässt du noch ein bisschen mehr Zeit vorgehen und probierst es später nochmal. Das sind die drei Kusstechniken, die ich dir heute mitgeben wollte. Augen zu, der Augenschluss. Bist du eher eine leidenschaftliche oder eine sinnliche Küsserin und die sehr direkte
Schweigemethode des Küssens. Probier einfach mal aus, was für dich am besten passt. Wenn du ein Anfänger bist, empfehle ich dir die Augenschlussmethode. Die ist sehr simpel, die funktioniert auch im Club ganz gut für ein paar Gratisküsse. Kann ich nur empfehlen. Schau dich da mal um, probier das mal aus, guck, was für dich am besten passt. Ansonsten schön, dass du hier warst am Donnerstag und meine unglaublich neuartige Energie hier auf meinem Video tragen hast. Links geht's zum letzten Video auf dem Kanal. Stimmt überhaupt nicht. Links geht's zum Abonnieren des Kanals. Unter mir kannst du dich für eine letzten Coaching-Plätze bei mir bewerben dieses Jahr. Da trete ich dir dann ordentlich in den Arsch und wir bringen deinen Erfolg mit Frauen aufs nächste Level. Und links in der Ecke geht's zum letzten Video auf diesem Channel, wo ich ebenfalls ein bisschen ausgerastet bin. Wenn du Spaß daran hast, schau es dir an. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.